Hallo, wie geht's so? Ja, in der letzten Folge wurde das Prinzip des sehr zerbrechlichen Lebens Kontrollpunkt kurz offenbart, wie schnell das Leben doch enden kann und wie zerbrechlich die Menschen sind. Ja, hallo, macht ihr was? Findest Ah, durch mich den Tod. oh. Hey, nein, nein! Das wollte ich nicht. Aber hey, jetzt sehe ich, ich will es noch aushalten. Wie gut bist du denn Ja, wirklich? geil. Juhu. Hey, ich kann nichts machen. Hilfe, mein Zeigefinger wird müde. Wie ich aussehe, Himmel. Rot vernarbt. Fast schon wieder Feder. Oh Mann. Ich wünschte, ich hätte sowas wie, keine Ahnung, Kampfmeditation oder so. Hui. Gut, ich würde sagen, ich bin geheilt. Tut mir leid, wenn ich in diesem Level vielleicht öfters eher Machtschübe nutze und Heilung. Ich meine, das Level bietet es ja an, ne? So, das ist ein Obermakroboss, vermutlich mit einem Doppellichtschwert. Es wird spannend. Kontrollpunkt ist ja eh gemacht, ne? Komm. Wusste es. So, Doppellichtschwert gegen Doppellichtschwert. Ich sollte das Grab wieder versiegeln, damit es niemand anders öffnen kann. Ja. Hey, das war einfach. Ja, ja, was kann ich dazu sagen? Weiter geht's. Ja, und wie? Reinschubsen? Reinschubsen. Hoch. Sag mal nicht, ich muss das Ding zum Einschürzen bringen. Ja, versiegeln. Da hinten vielleicht? Sich nicht Shirt werfen oder? Ah, das sind Knöpfe. Okay. Das sollte reichen. Ruhe in Frieden. Ja gut. Sollte ich jetzt rennen? Wie bei Indiana Jones oder? Ich weiß nicht. Vielleicht. Oha. Oha. Ran, Luke, ran. Wow. Ja, ich glaube, das war gerade eben das Level. Wer liegt denn dort begraben? Jetzt mal im Ernst. Yoda kann es ja wohl nicht sein. Du bist also nicht auf Tevion getroffen. Das ist gut. Und schlecht zugleich. Zumindest haben wir die Kultanhänger gestoppt. Aber so kann das nicht ewig weitergehen. Wir müssen Tavion das Handwerk legen. Ja, kann sein. Ich habe Tavions Vorgehen in den letzten Monaten verfolgt. Sie scheint das Zepter von einem Sammler auf Kommandant zu haben. Sie hat ihn einfach getötet. Oh, gefunden also. Ah ja. Ja, das war der Kultkontakt auf Chandrila. Jetzt geht es weiter mit der Kultuntersuchung auf Tanaab. Tanaab? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ein Frachter-Captain hat uns berichtet, dass er Mitglieder des Kults in einem Raumhafen auf Tanaab gesehen hat. Reise dorthin und finde heraus, was sie dort vorhaben.
Ein Wachter-Captain? Han Solo? Hm. Bleib wachsam. Wenn sich die Jünger Ragnos auf Tanakh befinden, ist das bestimmt kein Zufall. Ja, als ob das schon immer ein Zufall gewesen wäre. Oh, okay, was mache ich jetzt? Machtabsorption? Was passiert, wenn ich... Dedi kann moderate Machtangriffe absorbieren, ohne Schäden zu erleiden und einen Teil der eingesetzten Macht für sich verwenden. Oh ja, das mache ich lieber auf Level 2. Was war das hier? Machtentzug. Dedi kann einer anderen Lebenskarte entziehen. Ist nicht so meins. Dazu muss ich irgendwie nah ran. Oder in direkter Nähe stehen. Aber ich nehme erstmal das hier. Weil das ist irgendwie ganz cool. Ja, Waffen. Ich frage mich, ob ich diesmal vielleicht was anderes nehmen sollte. Vielleicht zur Abwechslung den Raketenwerfer und einfach, was überhaupt nicht passen würde, vielleicht, ach komm, den Tenloft DX Dixer 6 Disruptorgewehr. So. Und, ja, Granaten. Aha, ich probiere mal die Kontaktbinde. Vielleicht kann ich dir ja jemandem unter die Füße legen. Oh, so ein verwinkelter Level. Okay. Hier hat der Captain die Kultanhänger gesehen. Das sieht nicht aus wie... Oh nein, nicht doch ein Rancor. Oh. Ja. Setback fired really hard. Oh. Hätte ich nicht währenddessen das Ding wieder zumachen können? Hatten die schon immer nur vier Finger? Ach was? Das ist nicht gut. Ja, muss ich wegrennen? Ich schätze mal. Stopp! Nein! Weit kommst du nicht! Doch! Weit kommst du nicht! Müsste jetzt nicht was passieren? Oha. Oha, da frisst ja alles. Ja, da macht ja alles kaputt. Okay, goodbye. Wie schnell... Ach du Scheibe. Nein! Bitte nicht! Heute nicht! Doppelschwert. Das ist so eine Sache, ne? Ich meine, schaut ihr überhaupt, was ihr da freigelassen habt? Es gibt kein Entkommen. Hast du Angst vor mir? Nein, nicht vor dir. Was gibt's hier? Was hast du denn drauf? Ich habe einen gesunden Überlebensinstinkt. Reicht das? Nein, ich bin schlau. Weit kommst du nicht. LOL, was spuckt er denn da? Es gibt kein Entkommen. Ja, auf ihn! Oh. Bon Appetit! Es gibt kein Entkommen. Was muss ich hier machen? Ich vermute mal, ich muss an die Konsole, aber was genau muss ich da machen? Ali hopp. Was ich machen kann? Irgendwas? Aha! Muss da hoch vielleicht? Nein? Muss ich da rein? Nee, oder? Was muss ich hier machen? Wow! Dankeschön!
Ja. Nein, wirklich, was muss ich machen? Weil hier geht nichts. Nein. Was war das? Alles klar. Nein. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht die Machtblitze aktivieren. Das Terminal dort funktioniert nicht. Da kann ich auch nichts machen. Ui, das ist der Giftgas. Ah, hier. R. Jetzt. Ah. Ich würde bevorzugen, wenn du... Oh, es sind ja zwei. Ja, ich würde sagen, ich würde bevorzugen, wenn du mich einfach in Ruhe lässt. So, jetzt bin ich hier sicher, oder? Außer er steckt seine Hand hier rein. Boah. Okay, hier sollte ich wirklich speichern. Ui. Boah. Hilfe. Nein, geht nicht. Okay, geht nicht. Ach, Kontrollpunkt. Was war das für ein Geräusch? Ey! Was hast du denn drauf? Machtabsorption habe ich drauf. Was? Ich kann ihn nicht stoppen. Alter, was? Ja, da rennt er einfach so durch. Hol mich doch, Jedi. Boah. Ach, Leute. Es ist wirklich kein guter Zeitpunkt. Was hast du denn dran? Wegrennen. Oh, du. Ey. Nein. Ey. 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 Stopp. Hol mich doch, Jedi. Also ganz ehrlich, das sind echt viele Machtanwender. Okay, die Energie dort will ich echt nicht nehmen. Yay. Oh mein, ja und jetzt? Ja, Mann. Okay, jetzt muss ich darüber springen oder was? Ja. Wie ist denn? Nein. Nein. Jetzt muss ich... Warum bin ich eigentlich so panisch? Ich komme doch gut voran. Hol mich doch, Jedi. Was habe ich Ihnen denn angetan? Ja, nein, keine Ahnung. Kommst du nicht. Nur die Ruhe, der Ruhe liegt die Macht, da gibt's nichts. Was hast du denn drauf? Hier. Nein. Hä? Also Verstecke suchen werde ich jetzt hier nicht, ne? Tut mir leid, deswegen. Ah, ich sehe Strom. Weit kommst du nicht. Ah. Wie gut bist du denn wirklich? Ah. Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen. Ah, ist das so ein hier tödliches Energiefeld? Und wo ist er jetzt?
Hallo? Sie haben keine Chance. Ich dachte, die Jedi wären stark. Ja, nicht nur stark, sondern auch schlau. Für meine Verhältnisse. Hol mich doch, Jedi. Nein. Du, die Hand da hinter dir, ne? Du bist blöd. Hä? Hätte ich nicht draufdrücken können, irgendwie müssen? Hä? Ja, ich bin überrascht. Aha, hier kommst du nicht hoch. Naja, nicht so leicht. Okay, ich dachte... Weit kommst du nicht. Ja, ja, weit man's heil. Weit kommst nicht. Muss ich da... Nein. Ach doch, ich muss hier hin. Ah. Ach kommt, Leute. Meint ihr nicht, wir sollten zusammenarbeiten, um das Ding da aufzuhalten? Ja, toll. Yay. FSK 13. So, aha. Ach, Leute. Ja, komm, lass uns mit den Lichtschwertern uns gegenseitig zufächern. Oder auch nicht. Kann ich auch. Jawohl, meisterhaft. Spartanisch getreten und besiegt. Say hello to my big friend. So. Ja, interessant, dass der sich nicht bewegt auf dem Förderband. Stadt zu schicken. Während der ganzen Verwirrung wollten sie Vorräte, Credits und andere Dinge stehlen. Gute Arbeit. Okay, ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass er bakteriell desinfiziert wird, beziehungsweise durch Energie abgetötet wird, aber okay, dann wird er scheinbar nur zerquetscht. Mhm. Ja. Das war das Level. Vielen Dank beim Zuschauen und hoffentlich müssen wir in der nächsten Folge nicht so weit. Luke und ich haben versucht herauszufinden, was Tevion mit Radnos Zepter vorhatte, aber bis jetzt hatten wir kein Glück. Hör du dich auch um? Oh, ja, schön, ja. Das hättet ihr vielleicht jedem vorher auch sagen können. Was wollte ich sagen? Ja, hoffentlich muss ich in der nächsten Folge nicht so sehr rennen. Ja, danke fürs Zuschauen und ciao. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich rede nicht so schnell.